Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gehe ich mit dem Lemmy in ein Training auf Murten, wo wir in 2 Wochen einen Konkurs haben. Also, ich werde euch auch das Training kommentieren. Ich bin den gleichen Umgang 2-mal geritten. Und hier seht ihr die erste Runde. Ich komme schön zur Sprung Nummer 1. Er schaut etwas und springt schräg. Im ersten Umgang hat er allgemein etwas mehr geschaut als nachher im zweiten. Auch hier wieder hat er wieder runtergeschaut, kurz vor dem Sprung. Und Sprung Nummer 4 bin ich eigentlich sehr, sehr gross gekommen. Im 5 hat er extrem geschaut und dann hat die Stand so gar nicht mehr gestimmt. Und jetzt kommt der Graben, wo er noch nie drüber gesprungen ist. Und er ist tatsächlich im ersten Anlauf drüber gesprungen und dann hatte ich kurz ein Problem, als ich durch wollte. Aber dann ist es schön mit 2 Grad Sprung raus, ein bisschen gross, aber es ist gut. Dann das 8. wieder ein bisschen gross. Dann kommt der Baumstamm, das 9. ist er sehr gross, aber er hat sich gerettet. Dann ist es wieder ein festes Hindernis, so ein Wagen. Da hatte ich auch ein Problem. Da ist er dann ganz links drüber, wo er dort die Leute ein bisschen angeschaut hat. Dann zurück, 12 wieder gar nicht geschaut. Und dann habe ich am Schluss noch einmal
Gräbli gemacht. Und ist in einer. Oh, einer ist gut drüber. Dann kommt gerade der zweite Umgang. Also, wir haben zwischendurch schnell ein bisschen Pause gemacht. Aber eigentlich sind wir dann gerade wieder rein. Nach ein Schritt reiten. Ich habe dann probiert, mich ein mehr Fluss zu reiten. Und da ja alles jetzt schon mal gesprungen ist, schaut es auch viel, viel weniger an und Sprünge passen viel besser. Man sieht gut, dass wenn er schön im Fluss ist und er nicht mehr anschaut, dass dann noch jeder Sprung schon passt. Also hier schaut er noch ein Schwein. Und jetzt kommt wieder das Gewebli. Dann das mal gar nicht mehr anschauen, sondern also einfach schön im Fluss mitnimmt. Dann reise ich Tallinn vorbei und dann fliege ich mit den Leuten schnell ein bisschen. Orientierung. Ich habe mich aber hier wieder gefunden. Ich habe hier schon den Baumstamm, das mal auch besser. Und dann gehe ich wieder ein bisschen verloren. Und beim Zenni habe ich das mal den Alternativsprung links genommen, damit wir den mal gesprungen haben. Dann mit dem Laden drunter. Dann wieder das Elfi und dann habe ich noch der Alternativsprung vom Gräbli genommen, als letzter Sprung mit einer Längenwendung schön auf den blauen Steil.